Kann ich euch helfen, Freund? Wenn ich verschwinde, schnellstmöglich. Ich habe gerade meinen Spaß und da lasse ich mich ungern stören. Tut mir leid, euch zu stören, Freund. Ich ziehe gleich weiter. Hey, Kollege! Okay, er sagt immer dasselbe. Hat er etwa hier draußen sein Bett stehen? Ah, noch eine Frau, die interessant aussieht. Was wünscht ihr? Abenteuerseits, ich bin Aleph, Eigentümerin und Besitzerin des Elfgesangs. Ich hoffe, das Elfgesang bietet, was ihr sucht, was auch immer das sein mag. Ich würde mich an eurer Stelle vor der Kundschaft in Acht nehmen. In letzter Zeit sind alle etwas gereizt. Abgesehen davon, dass alle ein bisschen verhemmt aussehen, erscheinen sie mir recht normal. Was habe ich hier zu befürchten? Warum sollte hier das Gefühl von Melancholie so besonders stark sein? Herrscht nicht entlang der ganzen Küste getrübte Stimmung? Vor diesem Pöbel habe ich doch nichts zu befürchten. Wenn die mich bedrohen, werden die sich ganz schön wundern. Nein, so redet Talisa nicht. Nehmen wir mal die erste. Das Elfgesang ist sowas wie ein Zufluchtsort für die nicht so anerkannten Schichten der Gesellschaft. Die Stadtmacher macht einen weiten Bogen um uns, obwohl wir nicht völlig schutzlos sind. Ein Stiefstellproblem haben wir hier kaum, sind unsere Kunden doch schnell bereit, mit der Klinge zu antworten. Normalerweise kommen viele Gäste nicht mehr wieder, aber die Klugen bleiben bei uns. Was wünscht ihr? Hallo, da seid ihr ja wieder. Ich hoffe, euch gefällt es in meiner Taverne. Ich bin bemüht, allen Gästen den Aufenthalt so angenehm wie nur irgend möglich zu gestalten. Toll, bei ihr können wir auch schlafen und trinken. Oh ne, das ist kein Bett, das ist nur eine Couch. So, du bist nur ein Raufbold. Du bist ein Kaufmann. Ich habe die besten Preise diesseits von Kamir. Dann mach uns mal ein Angebot. Was hast du denn? Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Habt ihr Interesse an etwas aus meinem Sortiment? Ich habe bemüht, die Preise trotz der Knappheit mancher Waren niedrig zu halten. Dann zeig mal. Schildamulett, Infravisionsring, sehr viele Schutzformeln, Luxaugen, Zweihandschwert. Irgendwie kommst du mir bekannt vor, du bist aber nicht der Typ vom Jahrmarkt, dem wir damals den Schmuck abgekauft haben, oder? Ja, das macht gut Geld. Das können wir bei dir mal abgeben. Jedenfalls sieht sein Sortiment so ähnlich aus wie von dem Typen. Das ist verschlossen. Was verschlossen ist, wollen wir nicht aufbrechen. Was haben wir hier? Noch was Verschlossenes. Und nein, ich werde mir im Baldur's Gate jetzt keine Feinde machen, indem ich ihm irgendwelchen Etablissements oder so klaue. Weil wie gesagt, wir haben genug Geld. So, das war der ganze Elfgesang, wie es aussieht. Dann lassen wir die Raufbolde hier oben mal wieder in Ruhe. Gucken wir uns jetzt hoffentlich bei Tageslicht. Ja, es ist Mittag. Draußen um. Gut. Also ohne Kurtisanen und andere komische Leute. So, man sieht schon mal, Baldur's Gate geht nicht über die, in Baldur's Tor gehen die Gebiete nicht über die ganze Map, aber über einen Großteil davon. Ich bin ganz Ohr. Was bist du? Gemischtwarenladen. Steht da jedenfalls auf dem Schild. Dann gucken wir mal hier rein. Das sieht nicht aus wie ein Gemischtwarenladen. Das sieht aus wie ein Haus. Willkommen in meinem bescheidenen Reich. Hallo, seid gegrüßt. Ich bin Miles. Ich weiß, das hier sieht nicht gerade wie ein Laden aus, aber für mich ist es gerade recht. Was kann ich für euch tun? Du hast ganz normale Sachen.
Ein Langschild plus 1. Khalid hat ja, glaube ich, nur einen normalen Schild plus 1, oder? Ja. Wenn Imoen Pfeile braucht, dann können wir hier welche kaufen. Was? Ich hab genug davon. Was? Beinahe unter meiner Würde. Dem Typ sein letztes Gold zu klauen, ist auch nicht gerade die beste Art, Freunde zu machen. Also gehen wir wieder erstmal. Nichts leichter als das. Beinahe unter meiner Würde. So, hier ist noch eine Kiste, in der aber nichts drin ist. Und hier ist noch ein Haus. Ein verschlossenes Haus. Ja, nichts leichter als das. Da geht Imoen mal alleine rein. Oh. Archion. Ja, Kumpel? Ich habe einen schönen, verruchten Auftrag für euch. Wie wär's, wenn ihr in die Abwasserkanäle runtersteigt und mir ein paar tote Leiber raufholt? Ich stelle euch keine Fragen, wo ihr sie her habt, und ihr stellt mir keine Fragen, wofür ich sie brauche. Ob ihr sie also findet oder sie erst herstellt, das interessiert mich nicht. Alles klar? Sagt, was ihr wollt. Na, habt ihr ein paar Kadaver für mich? Mein Ruf scheint mir bald aus der vorausgereitet zu sein. Ein Nekromant namens Archion braucht Leichen und hat mich mit der Aufgabe trotzdem zu beschaffen. Seiner Ansicht nach beginnt man damit am besten in den Abwasserkanälen. Ich habe den Eindruck, dass wir uns bestens verstehen werden. Hä, was? Wir haben doch einen Ruf von Heldenhaft. Wie kann der da... Das würde ich eher bei einem schlechten Ruf denken, dass... Denn ich verspreche mich, euch zu sehen. Dieses ist nur ein einfaches, normales Haus. Und wir kommen nicht an der Frau vorbei. Okay. Gut. Hier lang. Was wollt ihr? Nichts leichter als das. Jetzt haben wir einen Dieb, der will das wie mein Teleskop aus der Halle der Erfinder klauen. Der Halle der Wunder. Und wir haben einen Nekromanten. Die Art, wie sich diese Gruppe entwickelt, gefällt mir nicht. Ein besserer Anführer könnte vielleicht helfen. Dieses Haus fällt schon aus den Jahren. Ihr nehmt an, dass das Haus schon seit Jahren unbewohnt ist. Das Haus halten wir noch. Du bist ja ein komischer Kauz. Hier lang. Immerhin, schaut dir das Haus mal an. Ich hab genug davon. Zwei Kinder. Ich will zu meiner Mami. Nur weil du so tust, als wärst du ein harter Bursch, hast du mir noch lange nichts zu sagen. Hau ab. Was bitte? Mama hat gesagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Was machst du im Haus von meiner Mama? Hau ab. Wo ist eure Mutter? Jo, die blockieren mir jetzt die Treppe. Geh weg. Na, nicht Imoen in der Ecke einsperren und Imoen hör auf, dich von irgendwelchen Kindern bedrängen zu lassen. So, mal gucken, was die so hier Schönes haben. 10 Gold ist nichts wert. Warte, was war das für eine Halskette? Lauschstein-Halskette, nee. Und ja, mit so Peanuts gebe ich mich nicht mehr ab. Ist so eine schlafende Frau und ein schlafender Mann. Hier ist nichts Wertvolles drin, schade. Unter meiner Würde. Ein Junge. Was bist du? Magisches Kleinzeug. Oh.
Dinner hier braucht neue Zauber, oder? Genau, wir haben noch nichts für Stufe 4, was wir ihr geben könnten. Und ja, das ist die Kuppel, die ich gemeint habe. Das ist also ein Magiergebäude. Ja, Turm will ich es nicht nennen. Hier könnten wir überall in die Kanalisation und dem einen Typ Leichen besorgen. Gucken wir erstmal das magische Kleidzeug. Hallo, Leute. Rein. Heilwasser drin und wer bist du? Nichts leichter als das. Irgendjemand anders. Ah, erschöpfte Abenteurer. Die Straßen dieser hübschen Stadt sind mit Narren gesäumt, nicht wahr? Und zwei der größten davon sind Arkion und Nymphäre. Nekromanten, die sich über Klunker und Flitter von wenig Wert oder Nutzen streiten. Lasst euch sagen, die beiden bringen euch nur Ärger. Besser, ihr haltet euch von ihnen fern. Der Priester Ordulinian hat eine merkwürdige Warnung über zwei Nekromanten ausgesprochen, die in einem langjährigen, aber kleinlichen Streit verwickelt sein sollen. Sie heißen Arkion und Nymphre. Und man hat mir geraten, ihnen während meines Aufenthalts in Baldur's Tor den Weg zu gehen. Ja, gut. Ja, Kumpel. Nun, wie geht es unserer lieben Nymphre und unserem lieben Arkion? Ja. Und ihnen scheint es noch gut zu gehen. Wen haben wir denn da? Wollen wir mal die Waren vom alten Halbwasser sehen? Dann macht schnell und keine Schwierigkeiten, wenn wir über die Bezahlung reden. Ihr wusstet ja schon beim Reinkommen, dass meine Waren magische Kräfte besitzen. Hervorragende Waren verdienen auch einen hervorragenden Preis. Dann lasst mal sehen, was ihr habt. Eine Flederrüstung. Juhu. Bastardschwert plus 1. Jede Menge Pfeile hat er auf jeden Fall und Kugeln. Feuerschutztrank, Tränke der Hügelriesenstärke, Heiltränke, Unsichtbarkeitstränke, Trank der Klarheit. Ah ja, um Gedankensachen zu heilen, Explosionstrank, Feueratem, Infravisionstrank, Trank der Geschütztheit. Das ist Schutz gegen Elektrizität, Magieabwehrtränke, Trank des magischen Schildes, Konzentrationstrank, Intelligenz, Geschicklichkeit, Spiegelaugen, Stärke, Steinform, ja, Schriftrollen, genau. Für dich bitte, Schriftrollen. Also die teuren hier etwa ganz oben. Na, hier sind teurere. Stufe 4, Herbeirufen, Beschwörung kann sie nicht. Verwirrung, Dimensionstor, kleinere Kugel der Unverbundbarkeit. Das müsste sie jedoch können. Eigene Person umwandeln. Wenn dieser Zauber ausgesprochen wird, kann der Zauber die Gestalt eines anderen Wesens annehmen. Der Anwender nimmt aus, dass sie Fortbewegungsart und Atmen der neuen Gestalt an. Dieser Zauber verletzt jedoch nicht die anderen Fähigkeiten der Gestalt und spezielle Angriffe und Zauber und nimmt auf keinen Einfluss auf die Persönlichkeit des Zauberers. Wenn der Zauber ausgesprochen wird, kann sich der Anwender für die Dauer des Zaubers jederzeit und so oft er möchte in jede der neuen Formen verwandeln. Der Anwender erhält in einigen Fällen die natürlichen Angriffe der neuen Form und kann in anderen Fällen Waffen verwenden. Die geistigen Fähigkeiten des Zauberers verändern sich nicht, aber er erhält alle körperlichen Attribute der neuen Form. Auch werden alle natürlichen Schutzmechanismen auf den Zauberer übertragen, wie etwa die Unbefindlichkeit des Schleims gegenüber Geschossen oder stumpfen Waffen. Nicht wirklich. Große Malision. Dieser Zauber ermöglicht es, dem Werfer negativ auf die Rettungswürfe seiner Feinde einzuwirken. Nee, nicht so wirklich. Seelenrüstung.
Dieser Zauber ist mit Zaubergeisterrüstung der dritten Stufe insofern sehr ähnlich, als er für die Wirkungsdauer des Zaubers eine körperliche Barriere. Das kann sie leider nicht. Okkulte elastische Kugel. Wenn dieser Zauber ausgesprochen wird, wird das Opfer von einer schimmernden Kugel umgeben, die das entsprechende Wesen vollständig umschließt. Wenn dieses sie nicht erfolgreich gegen den Zauber wehren kann. Das eingeschlossene Wesen bleibt für den Dauer des Zaubers in der Kugel. Die Kugel ist absolut unerfindlich gegen jegliche Störeinwirkung. Der einzige Weg, die Kugel zu entfernen, ist über einen Magie-Bannspruch. Naja, einfach ein Gefängnis, um einen mächtigen Gegner fernzuhalten. Chaos ist Stufe 5.